Hast du schon gehört? Weißt du, wer zurück ist? Ich ahne es. Was jetzt hier los ist, das begreife ich nicht mehr. Nee, da musst du schon ein Bier oder was? Nee. Peilermann und Peiler, Peilermann und yeah. Peilermann und Peiler, Peilermann und Peilermann und Peiler, Peilermann und Peilermann und ich. Richtig geil, Alter. Herzlich willkommen, meine Freunde, zu Peilermann und ich, der Podcast. Ja, herzlich willkommen. Und wir haben heute mal ein Thema, wo wir uns ein bisschen intensiver mit befassen werden. Und zwar, Peiler. Ja? Sag mal, du bist doch bei Tinder, oder? Ja, Loxenbaby, Alter. Und wie läuft's bei dir so da mit den Frauen? Ja, läuft, Digga. Standard. Was meinst du konkret damit? Also, hast du viele Matches? Schreibst du dir viel mit welchen so chatmäßig? Triffst du viele? Hast du mit vielen Sex? Ey, Alter, bist du jetzt bei der Stasi oder was, Alter? Das ist privat, Dicker. Darüber redet man nicht mit Fremden. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir kennen uns doch schon ziemlich lange, Peiler. Ich bin ja kein Fremder. Ja, aber ich bin auch ein Gentleman, Alter. Die Frauen haben Ruf zu verlieren, Dicker. Kann ich nicht alles erzählen. Come on, Story. Lass uns doch mal nur über Zahlen sprechen. Keine Namen. Ich zahle nie, bevor ich mit ihnen Sex hatte. Das ist eine echt gemeine Aussage. Wieso, Alter? Wenn ich vorher bezahle, denkst du nachher noch, ich will sie kaufen. Und das möchtest du natürlich nicht. Hey, Dicker, bin größers oder was? Kann ich mir nicht leisten. Okay, also ich meine natürlich Zahlen im Sinne von, wie viele, ja? Also jetzt nicht Zahlen, Geld bezahlen. So, wie viele Dates hattest du denn zum Beispiel jetzt in der letzten Woche? Ey, jetzt nerv mal nicht mit deiner Fragerei, Herr Kommissar, Alter. Das geht mir auf die Ketten. Okay, ich verstehe schon. Also, wie viele Dates waren's in diesem Jahr? Die mit Sex oder meinst du jetzt insgesamt? Nö, insgesamt. Ey, warte mal. Eins, zwei. Ja, und? Zwei? Oh, das ist aber nicht so doll, oder? Das ist ziemlich mager. Ey, Dicker, ich bin viel beschäftigter Mann, Alter. Ach so. Da hab ich nicht so viel Zeit, verstehst du? Daran liegt es. Also, ich habe hier eine Studie gefunden, die vielleicht andere Schlussfolgerungen zulässt. Ey, Alter, spionierst du mir jetzt aus oder was, Alter? Keine Studie über dich, Peiler. Über Tinder-Nutzer generell. Ja, jetzt bin ich ja gespannt, Alter. Dann hau mal raus, Columbo, was du da rausgefunden hast. Na los. Also, das ist echt eine sehr interessante Studie. Pass auf, hier das Ergebnis, ja, in einem Satz. Ja? Die Mehrheit aller Tinder-Nutzer hat kein Interesse an zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, Alter, ich meine, man muss ja auch nicht immer gleich miteinander reden. Wieso nicht einfach aufs Wesentliche konzentrieren? Ja, dann gibt's so wenigstens keine Missverständnisse. Naja, verstehst du? Also, ich meine, das ist auch echt krass, wie harmoniesüchtig die Leute heutzutage sind. Nee, Peiler, da liegst du falsch. Ich kann mich woanders hinlegen, Alter. Oder im Stehen geht ja auch, wa? Oh, Mann, nicht wörtlich gemeint. Mit deiner Interpretation der Studienergebnisse liegst du falsch. Pass auf, weiter im Text. Der Großteil der Nutzer ist auf Tinder, um sich die Zeit zu vertreiben oder nach Selbstbestätigung zu suchen. Die meinen also damit, dass Tinder eigentlich sowas wie eine persönliche Schwackeliste ist, ja? Also nur nicht für Autos, sondern um rauszufinden, was das eigene Fahrgestell theoretisch noch für Marktwert hat oder was, ja? Oh. Ey, ist doch krank, Alter. Also auch wenn ich deinen Vergleich ziemlich mutig finde, also Menschen und Autos zu vergleichen, aber wahrscheinlich ist da sogar was dran, Peiler. Miloi. Und weiter geht's. Ein gutes Fünftel ist auf der Suche nach reinen Online-Freundschaften. Ey, ich weiß nicht mal, welche Gruppe von denen ich trauriger finde. Die, die nichts Besseres zu tun haben, als zu kicken, was sie auf eBay noch wert wären. Oder die, die Freunde suchen, die sie niemals in echt treffen wollen. Alter, was ist das für eine Welt, Dicker? Ich meine, ich spüre jetzt gerade eine gewisse Sadness einziehen, Alter. Ach nee, komm. Eine schwere Traurigkeit. Ach Mann. Ich brauche erstmal ein Bierchen, Alter. Okay. Entschuldigung. Hast du was zum Aufmachen da? Ja, hier, da liegt ein Feuerzeug. Okay, Alter. Naja, aber guck mal, Peiler. Man hat doch durch diese Apps dafür die Möglichkeit, viel mehr Leute online kennenzulernen. Und wenn man sich dann entschließt, sich zu treffen, dann kennt man sich schon besser.
Ja, das ist doch gerade das Miese daran, Alter. Mhm. Ich meine, früher warst du schön angeknallt auf irgendeiner echten Party, wo du nicht mal eingeladen warst. Mhm. Und dann hast du mit denen rumgemacht, über die du ja nicht wusstest, weil die Musik so laut war, mhm, dass du ja nicht versucht hast, mhm, zu verstehen, was sie labert, Alter. Und durch den Alkohol sahen die meisten ja auch noch echt hot aus. Ich meine, ja, klar, okay, am nächsten Morgen oft nicht mehr war, aber ich meine, was soll's, Alter. Ja, man kann halt nicht alles haben. Und außerdem soll man ja auch im Moment leben, sagen sie immer, oder? Hast du gesagt? Ja, klar, aber ich meine, wenn man sich vorher erstmal online schreibt, dann ist man doch schon genervt von dem anderen, ey, bevor man ihn das erste Mal getroffen hat, Alter. Mhm. Ich jetzt. Oh Mann, ey. Ich brauche noch ein Schlückchen, Alter. Sadness, Digga. Echt jetzt? Oh Mann, Peiler, ey. Wollte ich nicht runterziehen. Sorry. Ey, hör auf, Alter. Du hast Darkness in mein Life gebracht, Alter. Okay, Leute, dann muss ich Peiler jetzt erstmal eine Runde trösten. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne die Folgen teilen. Sehr gerne bei iTunes bewerten und auch gerne einen Kommentar schreiben. Wir sind froh über Feedback und freuen uns, wenn es euch gefällt. Genau. Ich, jetzt bin ich schon ein bisschen besser, aber ich trinke erstmal noch was. Ciao, Leute. Bis nächste Mal. Rinni hauen, Leute. Tschüssi.